Ihr wollt Wies geheime Villa kennenlernen? Mit Wies seinem Pool? Einer Liege? What the fuck? Soll das wirklich Wies Villa sein? Und mit einem Bonsai-Baum? Oder einem fetzigen Baum? Ihr könnt hier tatsächlich rein? Das ist tatsächlich die Gitarre. Fetzig. Hier gibt es tatsächlich eine Waffenkammer mit einem fetzigen Schwert und noch mehr Sachen. Wenn ihr das alles genau sehen wollt, dann bleibt dran. So, die Vorbereitungen für dieses riesige Projekt, wie wir auf die Villa hochkommen, erfüllen wir hier beim Ripper Dog. Ich würde gerne meinen Chrom auswechseln. Wir sprechen mit dem und wir brauchen zwei ganz bestimmte Sachen. Als erstes geht ihr hier bei den Beinen rein und kauft euch die verstärkte Sehne, beziehungsweise verstärkte Sehnen. Dadurch kriegt ihr einen Double Jump, das heißt, wenn ihr in der Luft nochmal Leertaste drückt, könnt ihr noch einmal jumpen. Das ist essentiell. Und dann braucht ihr noch dieses Ausrüstungsteil für das Nervensystem, Kerenzikov. Denn dadurch könnt ihr, wenn ihr schießt und danach ausweicht, verlangsamt ihr die Zeit, während dem Ausweichmanöver. Das wird essentiell, das zeige ich euch gleich alles. So, und danach geht ihr auf die Map und dann müsst ihr hier in Watson bei eurem Apartment. Direkt links daneben ist der Schnellreisepunkt Megagebäude H10 Atrium. Da müssen wir hin. Und da sehen wir uns auch gleich. So, hier angekommen. Geht ihr hier rüber. Double jumped hier hoch. Double jumped hier auf das, auf den Aufzug. Nicht das Aufzug. Den Aufzug. Dann müsst ihr hier rüber. Dann rennt ihr und jumpt einfach. Double jump ist hier schon zu viel. Dann dreht ihr euch um und dann wollen wir hier hoch. Okay, also wir run, jump, jump und sind auch hier hoch. Dann gehen wir die Treppen hinauf. So, jetzt kommt der schwierigste Park. Meiner Meinung nach. Jetzt jumpen wir hier drauf. Oh, 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 oh. So. Nochmal. Wir jumpen hier drauf. In etwa auf dieser Höhe. Holen unsere Pistole raus. Jetzt speichern wir sicherheitshalber ab, denn das könnte sein, dass das ein paar Versuche mehr braucht. So, jetzt haben wir hier abgespeichert. Manuel Safe 14. So, jetzt zielt ihr auf die Unterkante hier von dem obersten Balkon. Dann müsst ihr, also während ihr zielt, drückt ihr zweimal B, also nach vorne, so dass ihr in die Zeitlupe kommt. Lasst dann die Knarre los, drückt nochmal zweimal W, dass ihr nach vorne sprintet und müsst dann ganz schnell springen drücken, dass ihr bis dann nach oben kommt. Wir werden das Ganze jetzt versuchen, mal schauen, ob wir es schaffen, wenn nicht, zeige ich euch dann, wenn ich es geschafft habe, den Jump. So, das wäre jetzt geschafft. Ihr müsst also zielen, nach vorne, loslassen, nochmal nach vorne und dann jumpen. Zack. So kommt ihr auch beispielsweise nach hinten. Also ich zeige es euch nochmal. Ihr zielt, drückt zweimal, lasst los, drückt nochmal zweimal und dann springt ihr. Dann kriegt ihr einen riesigen Jump. So. Wir haben das jetzt geschafft. Jetzt werden wir nochmal kurz das Licht anmachen sozusagen. So, jetzt ganz, ganz wichtig. Wir drücken auf Spiel speichern und speichern einmal. Ganz, ganz wichtig. Gerade eben habe ich nicht gespeichert, dann musst du das nochmal machen. Zum Glück kann ich es mittlerweile so gut. Dann geht ihr in etwa, ja, hier neben das Rohr. Hier drauf. Aber nicht zu weit. Zielt nach vorne. Und hier bei dem Jump ist es ein bisschen anders. Ihr müsst nämlich zielen, zweimal W drücken, loslassen, zweimal W drücken, kurz abwarten, damit ihr aus dem Jump draußen seid und dann erst den Double Jump machen. Sonst schießt ihr zu weit übers Ziel hinaus. Okay, ich werde jetzt probieren, euch das zu zeigen. Und wenn nicht, schneide ich es dann zusammen. Wir zielen nämlich auf dieses Licht hier. Okay, Moment. Selber kurz aufgeregt.
So, wir haben es nicht ganz geschafft. So, wir können hier hoch. Das heißt, wenn ihr hier landet, ist halb so wild. Jetzt hier ein bisschen ein Stück. Jetzt stehen wir ja hier unter dem Licht. Jetzt gehen wir ein Stück nach vorne, springen nochmal nach oben. Nochmal nach oben. Und jetzt sind wir hier auf dieser Plattform. Aufpassen, hier auf dieser Plattform. Hier ganz wichtig auch nochmal bitte einmal speichern. Speichern wird sehr oft nötig sein, denn ihr werdet sehr viele Versuche brauchen. Diesen Jump hier gerade unten, da habe ich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich den Dreh raus hatte. Also macht euch da nichts draus. So, jetzt müssen wir auf diese Seite runter. Wir zielen, hier das ist nicht so schwer. Zielen, Doppel und ein Doppeljump. Zack. Also noch einmal für jeden erklärt. Zielen. Wir drücken ausweichen, zweimal nach vorne, lassen los, drücken nochmal zweimal ausweichen und dann den Jump direkt hinterher. Dann kriegt ihr diesen Supersprung. Wenn ihr zu langsam seid, dann kriegt ihr nicht diesen Supersprung. Nochmal kurz erklärt. So, jetzt kommt auch ein schwieriger Part. Wir wollen jetzt nämlich hier hoch und dann da hoch. Und dann können wir hier durchbacken. Mal schauen, ob ich das auf Anhieb hinkriege. Ganz wichtig auch hier, speichern. Für jeden Schritt immer speichern. So, dann auf geht's. Wir jumpen hier hoch und zack, sind schon tatsächlich drüben. Also ich jump immer hier unten hin und dann mache ich nochmal einen Double Jump, dann schafft das hier rein. Jetzt stehen wir vor der Mauer hier, aber wir können da einfach reinrennen. So, jetzt speichern wir noch einmal, denn jetzt kommt nochmal ein schwieriger Sprung. Zack. So, jetzt müssen wir auf diese Seite runter. Rüber, nicht runter. Okay, wir visieren die untere Kante hier links an. So, und dann nochmal zielen. Zweimal W, loslassen. Also nicht mit rechte Taste loslassen. Nochmal zweimal W, direkt jumpen. Wir versuchen es. Und perfekt, wir haben es geschafft. Wir sind hier drüben. So. Von hier aus müssen wir jetzt auf diese Seite rüber. Ganz wichtig. Speichern, Leute. Zack. So, dann zielt ihr in etwa, ja, hierhin etwa. Zweimal W, loslassen und jump. So, jetzt kommt ihr hier rein. Jetzt kommen ziemlich viele Clipping-Fehler, da rennt ihr wieder raus. So, dass ihr ein Teil runterfällt. Also ihr werdet da oben, dann fallt ihr hier ein Stück runter. Von hier aus geht es einfach nur geradeaus. Jetzt kommt der leichteste Part, Leute. Jetzt habt ihr es schon geschafft. Dann hier nach rechts. Da ist ja eine Wand. Aber egal, wir jumpen hoch und rennen einfach durch die Wand durch. Jetzt fliegen wir hier ein Stück runter. Und jetzt sehen wir, Leute, alle Autos. Komplett alle Autos in Night City, die so unterwegs sind. Ziemlich viele Clipping-Fehler etc. Glitches. Schaut euch an. Und dann taucht auf einmal die City auf. Okay, wow. Crazy, crazy. So, ganz einfach, wir müssen jetzt hier entlang rennen. Rennt nicht zu nah an der Kante, nicht, dass ihr runterfliegt, sonst seid ihr gearscht. Dann lauft ihr hier weiter hier zum Rohr, an dem Rohr vorbei, noch ein Stück weiter hin. Dann bleibt ihr hier kurz stehen und speichert direkt wieder. Ganz wichtig, speichern. So, jetzt geht ihr hier an diese Kante und zielt hier von dieser Kante aus in etwa auf diese Kante. Ja, denn wie ihr seht, das hier ist schon Wies Villa. Aber wie kommen wir jetzt darüber ohne zu sterben? Wir speichern jetzt noch einmal von hier, damit ihr die richtige Position habt, dass ihr nicht immer wieder dahin laufen müsst. So, ihr zielt jetzt, drückt zweimal nach vorne, lasst dann wieder los, drückt nochmal zweimal nach vorne, dann wartet ihr aber eine Millisekunde und jumpt erst danach, so dass ihr nicht mit voller Wucht gegen den Boden knallt, sonst sterbt ihr. Also wir versuchen das. Und verkackt. Wir versuchen das Ganze nochmal. So, also zielen. Zweimal nach vorne, loslassen, zweimal nach vorne, kurz warten, springen. Und zack, geschafft. Ich konnte sogar keinen Double Jump mehr machen, hab's aber dennoch geschafft.
dann schmeißt euch irgendwie einmal in irgendeine Richtung. Da habe ich immer Angst, dass wir sterben, aber es passiert nichts. So, auf dieser Seite drücken wir noch einmal Speichern. Denn jetzt kommt der allerletzte Sprung. So, wir springen hier drauf und dann müssen wir hier runter. Und zwar springen wir in etwa an diese Kante und kurz bevor wir hier sind, machen wir einen Double Jump. Oh, scheiße, schaffen wir das? Ah, geschafft. So, meine Freunde. Und damit hätten wir es geschafft. Wir sind in Wies Villa. Und das ist Wies Villa. Und jetzt werden wir uns die mal genauer anschauen. So, wir gehen rein. Die Tür ist offen. Wir sehen direkt, hier gibt's einmal Carolis neue Sicherheitsbot-Reihe. Dann die Hochzeit von Himmel und Hölle. Hier gibt es noch was ganz Besonderes. Schaut euch das mal an. Aber da gehen wir gleich hin. Jetzt gehen wir hier hoch. Hier gibt es noch die Valar-Mission. Alles auf Anfang. So, und dann gibt es hier was ganz Besonderes noch. Einmal, woher die vielen Kerzen von Bolstevar. Und jetzt gibt es hier einmal Wies T-Shirt. Wies goldbesetzte Stiefel. Wies goldene Pilotenbrille und Wies teure Leggings. So, wenn wir das Ganze jetzt mal anziehen. Nicht der Head, sondern hier. Hier auch nicht, sondern hier. So, einmal Wies goldene Pilotenbrille. Wies T-Shirt. Das ziehen wir kurz aus. Das ziehen wir auch kurz aus. So, dann hier gibt's hier Wies teure Leggings. Und Wies goldbesetzte Stiefel. Und das wäre dann sozusagen Wies Outfit. So, das ist aber noch nicht alles. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz hier rein. Wir können uns hier auch in den Spiegel schauen. Aber jetzt gehen wir in Wies Waffenkammer. So. Gibt hier einmal die Kopie von Johnnys Samurai-Jacke. Ordentlich viele Waffen. Und ein ganz fetziges Katana. Schaut euch dieses Katana an. Das können wir zwar noch nicht nehmen, aber ich gehe mal davon aus, dass es später in einem Patch als extra hinzukommt oder so. Hier gibt es auch noch eine billige Waffe, sage ich mal. Ein Messer. Wir benutzen mal kurz, was gibt's hier. Kleiner Auftrag wie an Emmerich. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr möchtet. Dann unsere Angelegenheiten. Unsere Angelegenheiten Ree. Willkommen im Himmel. Wird das langsam durchgehen. Dann könnt ihr euch das durchlesen. Und Mr. Greens Geburtstag. So, dann schauen wir uns an, was es so für Waffen gibt. Amune, Satago. Also ziemlich viele Waffen. Mehr Deko, als dass es richtig epische Waffen sind. So. Das hier können wir irgendwie nicht nehmen. Aber das Geilste ist hier die Kopie von Johnnys Samurai-Jacke. Denn die sieht nämlich mega fetzig aus. Wir werden die jetzt kurz anziehen. Und zack. 127,8 Panzerung. Nice. Sogar mehr als unsere. Und so sehen wir dann aus. Das wäre Wies goldbesetzte Sachen und Johnnys Samurai-Jacke. Und das wär's dann auch schon.
Das ist Wies geheime Villa. Schauen uns die von oben nochmal an. Beziehungsweise von vorne. So, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Darüber würde ich mich ultra freuen. Und vielen Dank und hade, ciao.